Wir gehen jetzt mal direkt zum Wagen. Mit dem netten Ochsen hier. Und wir reisen direkt in die Kolosshallen. Okay. Diese Ruinen sind nicht leer. Eure Freunde sind hier lang gekommen. Ich kann sie riechen. Euraxia-Soldaten sind nicht meine Freunde, Katze. Ich lasse nicht zu, dass sie die Waffe bekommen. Wie ihr meint. Doch stellt ihr euch wirklich eurer Schwester entgegen? Halbschwester. Und ich stelle mich jedem entgegen, der das Leid des Kaiserreichs mehrt. Jona und Jodel, war das ein Erdbeben? Bleibt aufmerksam und sucht einen Weg hinein. Ab nur Tarn und der Grollstein, genau wie Königin Euraxia vorhergesagt hat. Königin? Meine Halbschwester, größenwahnsinnig wie eh und je. Meine Königin schickt beste Grüße und dieses Giftgas. Zu mir, bevor das Gas euch erwischt. Nekromant, kümmert euch um diesen Abschaum. Euraxia hat euch ausgetrickst, alter Magier. Ihr habt den Grollstein hierher gebracht. Seine Magie wird das Gewölbe öffnen. Hallo, zieh bloß nicht. Gehen uns niemals damit sollte das Problem mit dem Gift gelöst sein. Genießt euren Erfolg, solange ihr könnt. Wir werden vor euch bei der Waffe sein. Gut gemacht, Katze. Jetzt bereue ich eure Anwesenheit kaum noch. Wir müssen diese Tür aufbekommen. Euraxias Soldaten waren lange genug hier, um die Verteidigung der Hallen gegen uns zu wenden. Wir müssen auf der Hut sein, Wanderin. Woher wusstet ihr, dass die Tafel den Giftgasstrom aufhalten würde? Uralte Ruinen ähneln einander sehr. Und ich habe schon eine Menge Zeit damit verbracht, solche Orte zu erforschen. Um ehrlich zu sein, habe ich einfach nur klug geraten. Zum Glück schien Jodes Licht auf uns und mein Raten erwies sich als richtig. Meint ihr, dass wir uns mit noch mehr Fallen herumschlagen müssen? Ganz sicher, wenn Euraxias Leute nicht zuerst hereinstolpern. Aber ich glaube nicht, dass wir darauf zählen sollten. Sie haben schließlich herausgefunden, wie sie das Gas gegen uns verwenden können. Doch eins nach dem anderen. Wir müssen einen Weg finden, diese Tür zu öffnen. Habt ihr Vorschläge, wie man die Tür öffnet? Bei vielen alten Khajiit-Rätseln wird reflektiertes Licht eingesetzt. Der Mechanismus, der die Tür entriegelt, scheint an ein solches Rätsel gekoppelt zu sein. Wenn ihr einen Weg finden könnt, das Licht auf die Tür zu reflektieren, glaube ich, dass sie sich öffnet. Okay. Ab nur. Meine Halbschwester hat sich dazu herabgelassen, Nekromanten anzuheuern. Wie geschmacklos. Aber sei es drum. Wir müssen diese Tür öffnen und uns um Hauptmann Calcivius und seine Soldaten kümmern. Interessant. Ich frage mich nur, was all diese Drachenbilder sollen. Was meinte Hauptmann Calcivius, als er sagte, ihr hättet das Siegel gebrochen? Das Donnern, als wir hereinkamen. Irgendwie hat der Grollstein, den ich mit mir führe, eine Art Mechanismus ausgelöst. Damit kam ein Ablauf in Gang, der letzten Endes das Gewölbe öffnen und uns den Zugang zur Waffe erlauben wird. Das ist zumindest meine Annahme. Was hat es mit all den Drachenbildern auf sich? Seht euch um. Irgendeine Art von Drache schmückt jede Oberfläche. Auch wenn sie uralt sind, wurden diese Gravuren erst nach dem Bau der Halle hinzugefügt. Doch das ist ein Geheimnis für später. Jetzt gerade müssen wir die Waffe vor Euraxias Soldaten erreichen. Ja, bitte?
Gehe ich von aus. So hat sie gestern so gesagt, ja. Das weiß ich nicht. Da kann ich nichts zu sagen. Ja, also ich sag mal, wenn ich spätestens um 9:30 hier losfahren kann, reicht das aber auch normalerweise. Also so kurz vor 9:30. Also 10:30 jetzt. Okay. Jo. Jo. Tschüss. Super, mitten in der Aufnahme. Euraxia wusste, dass ihr den Grollstein habt und ihn herbringen würdet, aber warum will sie euren Tod? Es scheint, als wäre ich in eine weitere hinterlistige Intrige meiner Halbschwester hineingestolpert. Ich muss vorsichtiger werden. Trotzdem glaube ich nicht, dass Euraxia mit Kamiras Anwesenheit gerechnet hat. Das sollte zu unserem Vorteil sein. Verratet nur der Katze nicht, dass ich das gesagt habe. Gibt es eine Möglichkeit, den Ablauf aufzuhalten, bevor sich das Gewölbe öffnet? Den Ablauf aufhalten? Warum im Namen des Vergessens sollten wir das tun wollen? Nein, wir müssen nur das Gewölbe erreichen und die Waffe bergen, bevor Euraxias Soldaten das tun. Jetzt geht und seht euch dieses Rätsel an. Es scheint jenen zu ähneln, die ihr schon zuvor bewältigen musstet. So, öffnet die Innentüren. Ja, gibt es denn hier irgendwo was, was wir auch lesen können? Da. Die Sprenkel der Monde und das dunkle Firmament, Firmament vereinen sich, um den Pfad zum Aufstieg zu öffnen. Wieso höre ich jetzt hier gerade Löwen? Sprenkel der Monde und dunkles Firmament. Sagt mir jetzt gar nichts. Aber okay. ich denke mal, das wird wohl das dunkle Firmament sein. Und das dann die Sprenkel des Mondes. Und was ist das hier? Das ist ein anderes. Also nehme ich an, die beiden hier. Oder auch nicht. Dann eventuell doch noch was dazu. Ach, wir machen einfach mal alle an. Weil wir gerade so lustig sind. Okay, das scheint es nicht zu sein. Aber ich habe doch jetzt alles beleuchtet. Soll ich denn die Tür beleuchten? Nee, oder? Ich habe jetzt gedacht, ich soll einfach nur alles beleuchten. Moment, das ist... Sekunde. Ah nee, das geht einfach nur an die andere Seite. Okay, das ist der Strahl hier, glaube ich, oder? Geschafft. Okay, also alle anmachen bis auf den Vollmond. Den braucht ihr nicht anzumachen. Ich habe mal wieder wie immer keine Ahnung, was ich getan habe, aber es war richtig. Nekromanten, nur eure Schwester würde sich mit solchen Abscheulichkeiten verbünden. Halbschwester. Und wer sagt, dass der Nekromant nicht der Handlanger des Hauptmanns ist? Wie dem auch sei, Euraxia will euch offensichtlich tot sehen. Hallo. Ja, das passiert mir öfter. Vor allem mit meinen Verwandten. Ja, das stimmt. Hier so offensichtlich versteckt irgendwie.
Was nun, Magier? Ist das nicht klar? Runter. Runter? Ernsthaft? Das scheint der einzige Weg zu sein. Also Abno, wenn ich wegen dir sterbe, dann bin ich sauer. Au. Okay. Ihr hättet auf mein Portal warten können. Egal. Okay. Was für ein Arsch. Wer redet denn hier die ganze Zeit? Glaubt ihr, diese Rachendarstellungen bedeuten etwas, Magier? Natürlich. Wieso sollten sie sonst auf nahezu jeder Oberfläche sein? Vielleicht mochte der frühere Bewohner einfach nur Drachen, ja? Also ich mag Drachen. Alles Lutscher, keine Herausforderung hier. Aber das sollte ich nicht zu laut sagen, weil ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir noch seiner Schwester begegnen. Oder ist das nur ein Fehler? Den Hauptmann finden und aufhalten. Das werdet ihr sehen. Ich weiß, was auf dem Spiel steht, Katze. Lauft schneller. Kaiserliche, ihr glaubt, Jone und Jode scheinen nur für euch. Ja. Ich und mein Gedächtnis. Noch ein Lichträtsel. Nur zu, löst es. Die Zeit wartet auf niemanden, nicht einmal auf Abnotan. Dann sollte Abnotan vielleicht mal die Klappe halten, danke. Jodes Licht scheint auf all jene, die sich mühen, ihr Leben zu ändern. Es spart jene aus, die zufrieden damit sind, vollkommen zu sein oder sich mit ihrer Lehre abgefunden haben. Ja, das bringt mich jetzt auch nicht weiter. Ein geschlossenes Auge lässt kein Licht zu. Nur das halb zusammengekniffene oder vollständig geöffnete Auge kann den Pfad zur Erkenntnis erblicken. Hab's vergessen. Ihr habt es geschafft. Ach so, okay. Jetzt löst die andere Seite. Ach so. Das war jetzt das mit dem halben und dem vollständig offenen Auge. Was ist denn das offene Auge? Das war das hier, oder? Nicht? Doch. Komm schnell. Lass mich doch mal durch. Halt! Was jetzt, Katze? Habt ihr vergessen, dass wir es eilig haben? Ich will da durch. Diese Reliefs, sie erzählen die Geschichte von Kunzari und den Dämonen. Das sind keine Dämonen, das sind Drachen. Jodes Licht, die Drachen sind die Waffe. Euraxia will Drachen freilassen. Verdammt nochmal, mit Drachen kann ich nichts anfangen. Los, setzen wir dem ein Ende. Na endlich. Königin Euraxia will diese Drachen. Halt! So oder so. Ihr werdet diese Bestien nicht freilassen. Zu spät, alter Magier. Zurück. Ich setze den Grollstein ein, um das Siegel wiederherzustellen. Schnell, Magier, beeilt euch. Na los. Verdammt. Los. Ich glaube, das war's. Oh, was nun? Jetzt. Brüder, wir sind frei! Dunkle Monde, runter! Nö, ich gehe nicht runter. Die Drachen, ihr habt sie auf Aids
Eier losgelassen! Ich habe versucht, das abzuwenden. An all dem ist Hauptmann Calsivius schuld. Da bin ich mir ziemlich sicher. Er hat für eure Schwester gearbeitet. Halbschwester! Aber setzen wir dies in meinem Lager fort. Kommt doch! Ich kann dieses Portal nicht ewig offen halten. Ja, und damit ist das Geheimnis gelöst, ob wir nun auf seine Schwester treffen oder doch auf etwas anderes. Es war nicht seine Schwester, aber es war etwas, was genauso furchterregend war. Alles, was Garesheri mich verhindern hieß, ist eingetreten. Ich wusste, dass es ein Fehler war, zu den Kolosshallen zu reisen. Es wurden Drachen in Elsweyr entfesselt. Wenigstens haben wir Euraxias Soldaten aufgehalten. Ich schätze, das zählt auch. Was meint ihr, wollte Hauptmann Calsivius erreichen? Abgesehen von der Befreiung der Drachen? Ich habe keine Ahnung. Zum Glück haben wir ihn davon abgehalten, die Sache zu Ende zu bringen. Was auch immer er bewirken wollte. Ich frage mich, ob Tarn von den Drachen wusste. War es von Anfang an sein Plan, sie in Elsweyr zu entfesseln? Abnotan versuchte, das Gewölbe wieder zu verschließen und so die Drachen an der Flucht zu hindern. Nachdem er dieses ganze lästige Unterfangen in Gang gesetzt hatte, wenn Tarn nie den Grollstein erlangt hätte, hätte er auch nie den Standort der Ruinen ausgemacht. Bei Jodes Licht, wenn er die verdammte Tafel nicht hergebracht hätte, wäre nichts hiervon geschehen. Euraxias Soldaten haben die Ruinen vor uns erreicht. Sie hätten das Siegel irgendwann gebrochen. Sie hätten... Ich sollte diese wütenden Gedanken nicht in eure Richtung drängen. Ich weiß nur, dass eine Menge Drachen aus einem uralten Kerker entkommen sind und sich nun in Elsweyr herumtreiben. Meine Leute müssen gewarnt werden. Uns wird schon etwas einfallen. Das hätte besser laufen können. Zumindest haben wir meine Halbschwester davon abgehalten, die Herrschaft über die eingesperrten Drachen an sich zu reißen. Das ist wenigstens etwas, denke ich. Natürlich verzögert das meinen Plan, den Krieg der drei Banner zu beenden. Verflucht nochmal! Ist die Rückkehr der Drachen denn nicht irgendwie eine große Sache? Das will ich wohl meinen. So zerstörerisch der verfluchte Krieg auch ist, eine mordbrennende Horde wütender Drachen. Nun, eigentlich lässt sich das nicht vergleichen, oder? Wenn wir die Drachen in Elsweyr im Zaum halten können, wäre das sicher am besten. Also habt ihr einen Plan, die Drachen zu bändigen? Gerade jetzt, in diesem Augenblick? Nein, nein. Aber ich werde mir etwas überlegen, bevor ich Elsweyr erreiche und mich mit Garesheri bespreche. Der Sprecher der Mähne muss hiervon erfahren und ich muss ein paar Worte mit meiner elenden Halbschwester wechseln. Wo wir gerade von Euraxia Tarn sprechen, warum genau wetteifertet ihr beiden um diese versteckte Waffe? Gute Frage. Rückblickend vermute ich, dass der Tipp bezüglich des Grollsteins von Euraxia kam. Sie wusste, dass ich einem solchen Köder nicht widerstehen können würde. Sie hat mich aufs Kreuz gelegt. Das kommt nicht oft vor und es hat mich richtig aus der Bahn geworfen. Ich hasse es, hereingelegt zu werden. Und was unternehmen wir dagegen? Fürs Erste helfen wir den Khajiit dabei, sich auf die Dracheninvasion vorzubereiten. Und nehmt dies als Vergütung für eure Dienste. In der Zwischenzeit habe ich Pläne auszuformulieren und Arrangements zu treffen. Sobald der Moment kommt, sich um die Drachen zu kümmern, melde ich mich bei euch. Wir haben einen Drachenflug-Illusionsstein freigeschaltet. Durch Benutzen dieses verzauberten Steins wird eine kurze Illusion eines Drachenflugs ausgelöst. Und damit haben wir die Kolosshallen ebenfalls abgeschlossen und haben unsere Sammlung aktualisiert. Ich werde mal eben die Sammlung öffnen. Und ja, sah doch nicht schlecht aus. Ich werde mal gucken, ob ich davon noch mal eben einen Screenshot gleich hinbekomme.
Aber bevor ich das mache, werde ich mich erstmal für heute verabschieden. Es hat wirklich riesen Spaß gemacht und ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich diese Quest als eine der bisher besten Quests empfunden habe. Also ich habe ja schon so einige Einführungsquests hinter mir. Am schlechtesten fand ich die Quest zur Stadt der Uhrwerke. Ich muss allerdings dazu sagen, dass ich generell die Stadt der Uhrwerke jetzt nicht so toll fand oder immer noch nicht finde. Gut, ist halt alles eine persönliche Meinung. Ja, dann hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat, beziehungsweise ich werde es wahrscheinlich splitten, weil das Ganze doch recht lange gedauert hat. Wenn euch das Ganze gefallen hat, dürft ihr natürlich gerne einen Daumen nach oben da lassen oder einen Kommentar, was euch am besten gefallen hat, beziehungsweise ob ihr genauso gespannt seid wie ich auf das neue Kapitel Elsewhere, wo ja der Zorn der Drachen entfesselt worden ist. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao.